Unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Da flogen einem voll an die Eckzähne raus. Jetzt können Sie Ihr ganzes Gebiss vergessen, denn es kommt die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Ich hab Raucher, Nichtraucher, erste Klasse, Holzklasse, Plastikklasse, Platz am Gang, Platz am Fenster, Platz in der Lampenschale. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff führt alte Freunde wieder zusammen. Ted, ich habe das eigenartige Gefühl, dass wir das alles vor ein paar Monaten schon mal erlebt haben. Nur mit dem Unterschied, dass ich diesmal genau weiß, was ich tue. Aber Ted! Wie man deutlich sieht, ist Krabs ein kleiner Junge. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff bietet Wowing! Wir sind nur eine Winzigkeit vom Kurs weggetragen worden. In Weltraumgrößenordnung bedeutet das eine 500.000 Meilen. Die Bumser, die Sie spüren, sind Asteroiden, die gegen die Außenhaut des Raumschiffs donnern. Der Kaffee ist uns leider auch ausgegangen. Ist das dein Hündchen, Junge? Ja, sein Name ist Krabs und er fliegt mit uns zum Mond, Sir. Oh nein, das tut mir aber leid. Hunde sind in der Fähre nicht erlaubt. Ich fürchte, ich muss deinen kleinen Freund erschießen. Oh, Sir, Sie sollten wirklich Ihren Koffer in das Fach über Ihnen legen. Ich behalte ihn lieber bei mir. Ich könnte Ihnen helfen, ihn hochzukriegen, falls Sie es nicht schaffen. Der totale Irrsinn! Also, was für Traveler-Schecks waren das denn nun eigentlich? Das war ein American. Exzess. Oh, ich fürchte, Sie wurden betrogen. Oh, komm mal. Also, Herrschaften, ich sage euch, raucht eure Hemden, schluckt die Kippen runter, zieht nochmal ordentlich eine Tüte Senf durch und dann wird ins Kino abgefedert. Da baut sich nämlich schon eine Schlange von hier bis Feuerland auf, weil die Typen so mächtig abfahren auf die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. So tierisch, dass sie vom Lachen einkaufstaschengroße Tränensäcke unterm Auge haben. Hey, Hallöchen und noch was. Für die ganz ausgestiegenen Freaks unter euch organisieren wir einen Wer kann den Film am schnellsten auswendig werben? Und der Sieger bekommt einen Doppelzentner Vielfruchtmarmelade und ein Kleckschen Kongo-Müsli. Tschüss, bis bald in der unglaublichen Reise in einem verrückten Raumschiff.